Das Ei. Wir wissen nicht, ob das Ei oder der Konditor zuerst da war. Wir wissen nur eins. Dass das Aufschlagen in Zeitraffer einfach mal richtig geil aussieht. Heute zeige ich euch, wie man Brandmasse macht. Und zwar brauchen wir dafür... Oh, Moment, Rezept. Schlecht vorbereitet. Da dürft ihr nicht sehen, dass ich hier Rezept liegen habe. Muss so aussehen, als wenn ich alles aus dem Kopf kenne. Kennenlernen wir. Und zwar brauchen wir dafür 5 Gramm Salz, brauchen wir 140 Gramm Mehl, 405er. 5 mal Vollei, 75 Gramm Butter und 100 Gramm Wasser und 90 Gramm Milch. Salz, Butter, Milch und Wasser geben wir hier in eine Schüssel rein und bringen es zum Kochen. In der Zwischenzeit sieben wir das Mehl durch ein Sieb durch. So, und wenn dann die Geschichte kocht, guckt ihr es mal an, so, dann geben wir langsam das Mehl rein. Wenn ihr eine Hilfe habt, dann gebt sie das rein. Ganz langsam reinkippen. So. Okay, weiter. Hier bist du noch. So, mal hin. Weiter, weiter. Jetzt kannst du den Rest reingeben. Okay. Dann rührt die ganze Geschichte so lange, bis es sich ballenartig vom Kesselrand löst. So ungefähr. Könnt ihr aber schon den Herd ausmachen, wenn ihr so weit seid. Und ja, das ungefähr. So ist dann die fertig geröstete Masse. Die kippt ihr dann einfach hier rauf. Zum Abkühlen. Das ist hier noch der Brandteig. So, und wenn wir dann die Eier zugegeben haben, dann wird es eine Brandmasse. Gut, das lassen wir auskühlen. So, wenn die Masse abgekühlt ist, tut ihr sie einfach in eine Schüssel rein. Die Eier peu à peu reingeben. Zack. Ein bisschen anbleichen. Wer eine Küchenmaschine hat oder elektrischen Rührbesen, ganz langsam rühren lassen. Man will ja hier keine Luft reinschlagen, also nicht so machen, ja, keine Luft reinschlagen, sondern ganz leicht so vermischen. Zack, dann der nächste Teil hier rein. So ungefähr. So. Wenn ihr das habt, dann die restlichen 2 Eier. So sieht dann die fertige Brandmasse aus. Als nächstes werdet ihr den Ofen vorheizen bei 210 Grad bei Ober- und Unterhitze. Ungefähr. Als nächstes holen wir uns den Spritzbeutel mit einer runden Tölle, weil wir jetzt so eine Art Windbeutel machen. Dann füllen wir die Geschichte einfach hier ein. Wem die Masse zu fest ist, kann noch ein Ei hinzutun oder etwas Milch. Jetzt kommt die ganze Geschichte für 35 bis 40 Minuten in den Ofen. Direkt, wenn ihr die Brandmasse reingeschoben habt, geht ihr von 210 auf 190 runter. Gut. In der Zwischenzeit machen wir Pause. So, und das ist dann die fertige Brandmasse. Komm mal ran hier. Für Windbeutelform. Und zwar ist das... Für das nächste Video, ich verrate schon so viel, ich mache eine Piedmonté. Wer es kennt, der weiß, was dann kommt. Wer es nicht kennt, kann ja mal bei Google eingeben. Es wird was ganz Schwieriges und was ganz Cooles. Darauf freue ich mich schon sehr, mit Zucker kochen und so. Ja, und ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Und ja, und es wäre schön, wenn ihr mich kommentieren würdet, auch bei Facebook. Und bei, wie gesagt, bei Instagram bin ich ja jetzt auch... stehe ich euch auch zur Verfügung, also von daher, ja, könnt noch abonnieren klicken, das würde uns freuen und ansonsten viel Spaß beim Nachmachen, euer Dennis und Mann hinter der Kamera. Action.